Ja, grüß Gott, meine Damen und Herren, my dear ladies and gentlemen, this is Walter Laneker speaking from Austria, near of Vienna. Today is 22nd June 2015, Monday. Well, I am since 10 years in fight involved in a corrupted government what wants to destroy my life at all, my honor and my family. This is the one other side. Now I want to speak about the problem war and fleet and the worldwide happen. Also liebe Damen und Herren, ich möchte heute bei dieser Gelegenheit am 22. Juni 2015, Montag, bei der Gelegenheit von einem Projekt berichten, das sicherlich das Flüchtlingsproblem weltweit auch mit lösen kann, und zwar langfristig und sogar einen Vorteil in absehbarer Zeit für alle Beteiligten. Ob das jetzt die Finanzierer sind oder eben die Flüchtlinge selbst, beide sollen einen Vorteil haben. Wir müssen aber solche Dinge an der Wurzel angehen. Wir leben in einem totalitären System, wir sind Marionetten von Wirtschaftssystemen, die bereits völlig desolat sind, völlig in sich undurchsichtig, undurchschaubar sind. Dazu gibt es ja einen Ausspruch von einem ehemaligen amerikanischen Präsidenten, der in 30er Jahren eben gesagt hat, danke Herrn Tassilo, es ist tatsächlich so, der hat gemeint, würden die Bürger wissen, wie das Banken- und Finanzsystem wirklich funktioniert, dann hätten wir morgen, dann hätten wir noch heute eine Revolution. Das soll schon zeigen, dass hier die hohe Politik weltweit sehr wohl Kenntnis hat über ein Wirtschaftssystem, das in sich völlig korrupt ist und nicht mehr durchschaubar, aber sich nicht trennen will davon. Und deswegen wäre einmal grundsätzlich mein Gedanke, bitte, meine Damen und Herren, wenn Sie Probleme haben, dann versuchen Sie, die Probleme wirklich an der Wurzel anzupacken. Verschwenden Sie hier keine Zeit mehr, nur Folgeerscheinungen zu bearbeiten, denn das löst weder das Problem und es wird im Gegenteil noch mehr neue Probleme schaffen. Dazu fällt mir ganz kurz nur ein, Wiener Wohnen. 40 Jahre Betrug, willentlich, gell Herr Ludwig, tun Sie mir keine Geschichten erzählen. Sie sind jetzt bereits informiert. Fragen wir dann jetzt nach, wie viele Gemeindebauten in Wien, die errichtet wurden zwischen 50 und 55, wie viele Gemeindebauten haben Sie jetzt sokelsaniert, und zwar eine wasserdichte, feuchtigkeitsdichte Sockelpartie. Und somit verhindern, dass jedes Jahr oder alle zwei Jahre die Kellerwände verputzt werden müssen auf Kosten der sozial schwachen Mieter. Es freut sich natürlich die Baufirma, aber es ist wieder eine andere Geschichte. So, zurück zum Flüchtlingsdrama weltweit. Mein Projekt, ich dachte, ich nenne es Städte der Zukunft 2215. Mein Plan war eher langfristig bis ins Jahr 2215, davon ausgehend, dass die Schwerkraft noch immer so ist, wie sie ist. Um das Flüchtlingsproblem jetzt wirklich anzugehen, muss man begreifen, dass Flüchtlinge Menschen sind, die vor etwas fliehen, wie Gewalt, Krieg eben, und wahrscheinlich nicht freiwillig. Ja? Also von den offiziell kolportierten 600 Millionen Flüchtlinge sind es mit Sicherheit mehr. Ja, wir haben über 1 Milliarde Flüchtlinge auf dieser Welt, können Sie sicher sein. Muss man aber auch erwähnen, dass sicherlich maximal 10%, und das ist schon sehr viel, keine echten Flüchtlinge sind. Aber wir wollen jetzt die Wurzel anpacken. Das heißt, in einem Land, wo Krieg geführt wird, wird es Flüchtlinge geben.
Ich kann mir als Nachbarland gleich darauf einstellen, dass, wenn dieser Krieg weitergeht, eben immer mehr Menschen dieses Land verlassen und in die Nachbarländer ziehen, wo auch immer. Also müssen wir schauen, dass dort, wo Krieg ist, entweder kein Krieg mehr ist oder umgekehrt einfach sichtbar Aktionen stattfinden, die jedem Krieg den Wind aus den Segeln nehmen. Würden wir uns alle, und damit meine ich Präsident Obama, Präsident Putin, Kim Il-Jong, Diktatoren, egal wen, es ist hier offen notwendig, dass weltweit alle Staaten, alle, das ist ein größeres Projekt als die UNO wahrscheinlich, weil die hat ja nur 248 oder 68 Mitglieder, keine Ahnung. Alle Staaten auf dieser Welt sollten hier einen Beitrag leisten, und zwar geht es ja hier grundsätzlich schon um die Zukunft aller Menschen, eines jeden Staates. Und deswegen auch mein Gedanke war, wie kann ich das Flüchtlingsproblem zu einem Vorteil machen? Flüchtlinge stellen natürlich auch Arbeitskräfte. Die haben auch mitunter ein Know-how. Jetzt kann ich nicht erwarten, dass ein Syrer die bautechnischen Bestimmungen hier in Österreich kennt. Aber wenn er in Syrien als Baumeister tätig war, dann wird er sie dort kennen. So, mein Ziel ist, wir bauen Städte. Zusammen mit den Flüchtlingen, wo jeder seinen Bedarf und Bereich erfüllen kann. Was bedeutet, er hat eine Beschäftigung, er baut an seiner Zukunft, er seine vier Wände. Ziel und Zweck ist es, dass diese Städte der Zukunft sich selbst versorgen, sprich Elektrizität wird in dieser Stadt selbst erzeugt und muss nicht mehr vom Bewohner bezahlt werden. Auch nicht die Erhaltung. Wir haben Möglichkeiten heute, technische Errungenschaften, und auch ich habe hier einige sehr interessante Sachen entwickelt, die auf einfach logischem Denken beruhen und die Natur als Vorbild haben. Ja, also zur Finanzierung, das sind natürlich jetzt Unsummen, gell? Wir sprechen hier von Hunderten, Billionen Dollar, ist alles machbar. Und ich sage Ihnen jetzt wie. Nämlich, dass alle Länder, sprich vor allem alle Großmächte, die eine Waffenindustrie haben, wir liefern nicht mehr Panzer mit Kanonen, gell, in die Kriegsgebiete. Wir liefern überhaupt keine Panzer mehr mit Kanonen. Da tun wir eine Schaufel drauf. Und dann arbeiten wir an konkreten Projekten, wie eben Städte bauen, Wasserentsalzungsanlagen, auch im Norden Afrikas, sprich, meine Vision ist sogar noch ein Schritt weiter. Natürlich könnte man jede Wüste begrünen. In jeder Wüste gibt es Wasser, und das allein durch den Temperaturunterschied zwischen Tag und Nacht. Ja, ich bin wirklich überzeugt, dass dieses jetzige Problem der Flüchtlinge sowieso nur weltweit gemeinsam gelöst werden kann, und hier mal in erster Linie, indem wir dieses alte, kurzfristige Profit unter allen Umständen, diese kurzfristige Systemideologie einfach nicht mehr anwenden. Und kurzfristig bedeutet ja, ich habe ja nicht weiter nachgedacht. Ne? Also heute habe ich Wasser, was tue ich morgen? Nein, diese Städteplanung erfolgt wirklich auf die nächsten 200 Jahre. Ich habe dann so Skizzen auch schon gemacht, weil ich mir auch die Frage stelle, was ist eine gesunde Stadt? Der Smog und diese ganze
Vergiftung, der Feinstaub. Und hier kann man eigentlich Städte schon so entwickeln, man kann sie jetzt nicht mehr in schon bestehende Städte so entwickeln, weil da ist diese ganze Struktur eigentlich schon zu fix und starr. Aber man kann neue Städte bauen und ich würde diese dann einfach in Etagen teilen. Ich habe in der untersten Etage, sprich am Erdeben, am Ebenen zu ebener Erde, am Boden, habe ich eigentlich den Verkehr. Ja, den kann ich dann teils natürlich auch untertunneln. Da wir aber Lichtwesen sind, bin ich grundsätzlich gegen Keller, gell? Aber die können wir natürlich auch haben. Da ist wenigstens kühler, gell? So, nur einmal, diese Städte entstehen in verschiedenen Etagen. Wohnen wird es erst ab der vierten oder fünften Etage geben. Ja, erst da fängt Wohnen an. Weil umgerechnet ergibt es eine Höhe von ca. 18 Meter, wobei ich noch warte auf gewisse Ergebnisse, was Feinstaubmessungen betrifft in Großstädten und dort in welcher Höhe nimmt dann welcher Staub ab. Kohlenmonoxid natürlich ist schwer, ist am Boden. Das heißt, ein Kinderwagen, den Sie heute auf ebener Erde auf der Straße schieben, dieses Baby wird Kohlenmonoxid in Massen einatmen. Wenn das Ganze 15 Meter höher fährt, ja, dann ist der Kohlenmonoxidgehalt schon wesentlich geringer. Und Sie sehen, also eine Stadt der Zukunft bedeutet auch, wenn diese gut geplant ist, ich verhindere schon grundsätzlich Krankheiten, Bronchitis und diese ganzen, sage ich mal, Atemwegserkrankungen durch schlechte Luft, durch eben ja, wie gesagt, finanziert wird das Ganze von den Waffenlobbyisten in erster Linie, den staatlichen einmal sowieso. Ich weiß nicht, wie viele 100 Milliarden so ein Konzern an Budget hat im Jahr und Umsätze. Aber es ist durchaus denkbar, wie gesagt, er kann ja dann statt dem Panzer den Bagger verkaufen und umgekehrt. Warum soll sich eine Waffenindustrie nicht umrüsten? Ja, da mache ich halt statt Raketen Eierbecher. Nicht? Als Beispiel. Womit man dann den Profit erzielt, ist eigentlich heutzutage schon völlig wurscht. Wir haben so viele Menschen, wenn heute ein Massenprodukt am Markt ist, es gibt eine Million, die das kaufen und Ende. Nicht? Damit hat sich ja das Produkt sowieso schon gerechnet. Meine Damen und Herren, was ich Ihnen in diesem Video eigentlich näher bringen will, ist, dass Sie im Jahre 2015 die Möglichkeit haben, sich wirklich von einem leider mittlerweile völlig bodenlosen, undurchsichtigen Wirtschaftssystem weltweit zu trennen. Hier profitieren nur noch, also der Profit wächst hier sozusagen mit der Position. Das heißt, es geht nicht um die Sache selbst, es geht hier einfach um, es ist eine Lüge in sich. Ja? Hier wird etwas belohnt, das eigentlich sozusagen keines Lohnes wert ist. Es muss meines Erachtens auch keiner irgendwie nach Karriere streben. Ja? Wir haben heute in unserem System so den Tick, ja, da, du musst ein Haus haben, musst ein Boot haben, musst ein Auto, zwei Autos und. Ja, ja, das ist alles schön und gut, nur Sie wissen ganz genau, dass für alles, was Sie sich da dann leisten, irgendeiner auf der Strecke bleiben wird. Also wir können das System, wir müssen dieses bestehende Wirtschaftssystem endlich kappen. Ja? Das heißt, wir dürfen keine Geschäfte mehr zulassen, die eher kurzfristig sind. Wir dürfen keine Banken mehr zulassen, die eben auf Deutsch gesagt Tagesdevisen abrechnen und lauter solchen Scheißdreck. Hier kann Missbrauch betrieben werden und wird Missbrauch betrieben, allein schon in der Notenwährung. Ja? Das sind die Spielereien innerhalb eines bereits völlig veralteten,
undurchsichtigen, korrupten Wirtschaftssystems, das gehört sofort beendet. Wenn wir weiterhin so arbeiten, dann wird jede Bank weiterhin jedem Steuerzahler Geld kosten, ob er will oder nicht. Es ist eine Lüge zu behaupten, dass eine Bank irgendeine Gewinngeschichte schreibt, weil wenn das so wäre, dann frage ich mich ernsthaft, warum die EU hier mit Griechenland ein Problem hat. Ja, also, nochmal, Politiker, die letzten 30 Jahre im Amt waren, aber Politiker ist schon sehr allgemein, nehmen wir die Minister, Ministerinnen, die schlussendlich wirklich Entscheidungsträger sind, für die großen Entscheidungen. Ich bin überzeugt, dass 90% aller dieser Ministerinnen und Minister weltweit sehr genau wissen, dass dieses System eine einzige Lüge ist, aber offensichtlich von wem auch immer gehindert werden, daraus auszusteigen. Und da haben wir ja das Problem. Wir müssen uns von diesen alten Dingen lösen. Und zwar nicht, indem wir da sagen, das ist nur schlecht und so weiter. Ja, wir haben dieses System benutzt, wir haben etwas aufgebaut, wir haben gesehen, dass es dazu führt. Das sind unsere Erfahrungswerte und die können wir heute anwenden. Das heißt natürlich, nicht alles, was alt ist, ist schlecht. Ganz im Gegenteil, viele alte Dinge sind heute wieder aktuell. Ich würde die Schulreform zum Beispiel insofern neu gestalten, indem ich dem Menschen Lebenswerte beibringe. Dazu gehört sicherlich auch die Sprache, ein gewisses mathematisches Denken. Aber, und ich denke, in erster Linie geht es darum, am Menschen zu zeigen, wie wichtig es ist, gesunde Nahrung, die womöglich ja selbst angebaut wird, und da ist schon mein Projekt, das kann man weltweit auch machen, aber für Österreich, gell? Ich würde hier in Österreich wirklich ein Schulprogramm starten, wo jede Schule wirklich sein eigenes Gemüse anbaut, das kann sogar bis zur Tierzucht hingehen. Man kann das im Biologieunterricht einbauen, man kann es im Religionsunterricht einbauen, man kann es in jedem Unterrichtsfach einbauen, sogar in Turnen, keine Ahnung. Nochmal, wir sprechen alle von Tagesbetreuung, Hort und so weiter. Kinder brauchen Betreuung und gerade Kinder, die viel fragen, was ist das, was und wie, das sind neugierige Kinder, das sind geistig, muss man solche Kinder fördern, ja, weil das sind vielleicht genau diejenigen, die womöglich die Errungenschaften der Zukunft finden. Hier wird nur elitär aussortiert. Und das ist grundsätzlich widerwärtig. Ja. Und wenn man jetzt schaut, wer das macht, es ist die Elite selbst, ja, die sich grundsätzlich als human bezeichnet, aber dann eigentlich nicht bereit ist, sich auf demselben Level mitunter herabzustellen, auf demselben Level zu sprechen, wie jetzt jemand, der vielleicht nicht so hoch oben ist. Es ist einfach so wie das Leben selbst, eine Charaktersache. Sie haben es einfach selbst in der Hand, wie Sie sich entscheiden. Und jetzt zum Abschluss noch. Also nochmals, ich bitte darum, nehmen Sie Kontakt mit mir auf, werte Präsidenten. Es gibt sicher ein Konzept und dann setze ich mich natürlich mit Ihren besten Leuten hin und man erarbeitet dieses Konzept wirklich so, dass das für die nächsten 200 Jahre, sprich 2215, daher der Name Zukunft, Städte der Zukunft 2215. Ich warte auf Ihre Kontaktaufnahme, weil mich interessiert wirklich, ob Sie echt Interesse haben, Probleme zu lösen. Wenn Ihnen jemand öffentlich im Web offeriert, und Sie melden sich nicht, dann können Sie wem auch immer erzählen, Sie sind interessiert. Ja. Für alle jene, die glauben, in Österreich so sagen zu können, zu meinen, zu müssen, der Herr Lanecker, was der schon alles gemacht hat, gell, radikal oder sonst noch was. Nein,
Radikal ist nur der, der sich weigert, sich zum Besseren zu ändern. Ja, der ist in meinen Augen radikal. Und nicht einmal das. Die Sprache wird ja sowieso schon seit langem eigentlich nur noch oberflächlich missbraucht. Ich bin überzeugt, dass ja die Hälfte schon gar nicht mehr wirklich zuhört, was da geredet wird. Ja, zum Abschluss, wie gesagt, es gibt Lösungen, die kann man nur dann umsetzen, wenn man sich von diesen altvaterischen Systemen löst. Man kann sie in keiner Weise lösen, wenn man nicht heute aufhört, diese Finanzpolitik und diese Geldbeschaffungssysteme, die heute existieren, abzuschaffen. Sofort abwürgen. Und noch eines, wie gesagt, das geht jetzt sehr speziell an die österreichische Bundesverwaltung, Organisation, wie sie sich nennt da. Ich bleibe dabei. Ja. Sie haben hier als Minister einige, da sind alle Finanzminister dabei, Grasser, du sowieso. Sie wissen sehr genau, wie das Volk geschädigt wird und wurde. Und dazu brauche ich nicht Bundesvergabe oder sonst was erwähnen. Nach wie vor ist die Causa Lanecker nicht erledigt worden. Es ist das Paradebeispiel, wie eben völlig abgehobene, realitätsfremde, wahnsinnige, als machthungrige Politiker in irgendeinem Amt sitzende, demonstrativ zeigen, du kleiner Bürger hast doch keine Chance, weil ich bin die Behörde, ich sitze am längeren Ast. Herrschaften, so geht es überhaupt nicht, gell? Weil die Behörde ist die vom Staatsbürger bezahlte Institution, dem Staatsbürger das Leben leichter zu machen. Und es muss endlich einmal wirklich eines in den Köpfen dieser Chefetagen stattfinden in der Bundesverwaltung. Sie, meine Damen und Herren, vergessen Sie nicht, dass der österreichische Steuerzahler Ihr Arbeitgeber ist und Sie ihm Rechenschaft ablegen müssen und nicht umgekehrt. Und das ist eigentlich der nächste krasse Widerspruch, der gerade stattfindet. Und zwar nicht nur in Österreich. Aber dass sich diese alten Regime und diese sozial oder sonst wie genannten Demokratien unglaublich, wie diese Leute täglich vor sich hin lügen und herummanövrieren. Es ist eigentlich erschütternd. Und mein Appell jetzt noch am Schluss, bitte, werte Politiker in Österreich, hängt kein Plakat mehr auf, mir wird speiübel, wenn ich da so ein Politiker-Gesicht grinsen sehe. Ihr braucht keine Werbung machen. Setzt euch ja einfach mit euren Mitarbeitern hin, tut eure Arbeit so gut ihr könnt und mehr wird nicht verlangt, gell? Und tut keine Steuergelder mehr zur Selbstbeweihräucherung und zum Hervorheben eigener Schwachsinnigkeiten da ausgeben, weil ich glaube schon, dass das und vor allem auch das österreichische Volk ein Recht hat, jetzt zu erfahren, wo ist denn eigentlich das ganze österreichische Volksvermögen hin verschwunden? Mir wird als Österreicher nicht einmal erlaubt, dass ich einen eigenen Grund und Boden habe. Und da geht es schon lange nicht mehr um einen Herrn Lanecker oder um eine ÖVP oder um irgendwelche Minister. Da geht es ums Prinzip. Ja, das Prinzip. Und ich, ja, ich kriege kein Steuergeld. Also ich könnte jetzt hier Lügen erzählen und Geschichten auftischen, wie ich will. Man könnte mich dafür wahrscheinlich nicht einmal belangen, weil ich, wie gesagt, kein Steuergeld bekomme und das ja gar nicht meine Arbeit ist. Aber ich frage Sie schon, wenn ein Minister heute offiziell Lügen verbreitet, ja, wie habe ich es denn?
wird bezahlt für das, dass er eigentlich arbeitet. Und unter Arbeiten verstehe ich die Wahrheit zu sagen und zu tun. Und darunter verstehe ich nicht, dass diese Minister da lügen können, das Blaue vom Himmel, und dann verschwinden sie irgendwo im Tauchen ab, gell? Als Paradebeispiel kann man nur die Michael Leitner nehmen, weil ich meine, diese Frau ist von mir 2012 angezeigt worden. Noch größeres Paradebeispiel, Ernst Strasser, 2004 von mir angezeigt worden und erst 2010 rechtskräftig einmal vorgeladen. 2012 dann verurteilt oder 13. Ich meine, fast 10 Jahre braucht eine Behörde, bis sie, und die wurde ja nicht einmal in Österreich, wurde das ja nicht einmal ermittelt. Verstehen Sie, was ich meine? Außer Lanecker ist ja deswegen so ungeheuerlich, unglaublich, weil gerade deshalb, weil es 10 Jahre Behördenterror ist, und zwar serienmäßig, von Amts wegen, so quasi nach dem Motto, was will denn der eine? Wer ist denn das? Das spielt gar keine Rolle, wer das ist. Schauen Sie sich an, worüber ich berichte und was hier vorgefallen ist, und dann sagen Sie mir noch einmal, dass der Polizist anständig ist. Nein! Das sind die schlimmsten Verbrecher, wenn sie uniformiert und bewaffnet sein und dafür Steuergeld bekommen. Und ich halte hiermit schon fest, gell? Hören Sie auf, weil die Wiener Polizeichefitäten von Bürstl angefangen bis zum Pressesprecher Zirkus Heil und Co. Nur mal, sie alle sind involviert in diese Causa Lanecker, gell? Und haben hier weiter gelogen, haben hier Verbrechen einfach durchgezogen, Terrorpolizisten vorbeigeschickt, sich in einer Art und Weise hier aufgeführt, dass es ist so widerwärtig. Ja. Mir fällt eigentlich kein deutsches Wort ein, außer SS. Das verstehen Sie, das heißt aber nicht super slow oder slim slow, das heißt SS, so wie die Geheimpolizei der Nazis gearbeitet hat. Und so arbeiten manche Beamte hier in Österreich. Und das im Jahr 2015. Und es muss Schluss sein, dass man hier Personen schützt, nur weil das Kollegen sind oder andere oder Freunde oder ich weiß nicht was. Es muss hier das Gesetz befolgt werden. Und im Strafgesetz haben wir eine sehr klare Regelung hier in Österreich. Und im Strafgesetz steht sehr klar drinnen, dass es keine Rolle spielt, welche Position oder wie viel Geld da diese Person hat. Es hat die Tat, bestraft zu werden. Und deswegen sitzt jetzt die Michael Leitner in U-Haft, und zwar hoffentlich schnell und unaufgefordert. Ich kann beweisen, dass sie ununterbrochen Absprachen treffen. Und das brauche ich gar nicht beweisen. Das ist ja schon kolportiert seit x Jahren. Immer und immer wieder passiert es einfach. Also bestreiten Sie nicht, werte Minister, Sie wissen es ganz genau, dass in Österreich schon lange der Hut brennt. Und der brennt nicht, der Hut ist gar nicht mehr da. Das ist nur noch Asche und die ist auch schon vom Wind weggeblasen worden. Der Hut, den Sie nämlich haben, ist ein imaginärer Hut. So mit dem österreichischen Staatsfahndl drauf. Nein, man muss das Ganze eh schon mit Humor angehen, weil sonst verliert man ja echt. Das ist wahrscheinlich die Taktik österreichischer Politiker, dem Volk Politik schon so zu vermiesen, dass eigentlich der Bürger gar nicht mehr wählen geht. Dann kann ja der Politiker erst recht machen, was er will. Nein. Für Österreich gibt es nur eine Lösung, meine Damen und Herren, um diesen ÖVP-SPÖ-Bundeswahnsinn, der hier 40 Jahre lang stattgefunden hat und mit Kreiske begonnen, eine Schuldenpolitik, die eigentlich ein Ausmaß erreicht hat, das in Korruption nicht mehr zu überbieten ist, das meine ich ernst, gell? Österreich macht es halt schlauer, wir machen hier die staatliche Korruption, wir machen hier keine private. Noch einmal, auch im Ausland sprechen Menschen darüber und die wissen schon, wovon sie reden. Die Bezeichnung Österreich ist eines der korruptesten Länder dieser Welt, die trifft hundertprozentig zu. Ich brauche da nicht nach Mexiko hinschauen oder wurscht wo, ja. Hören Sie auf, in Österreich das österreichische Volk zu belügen, werte Regierung. Und ich wiederhole das noch einmal, ich habe genügend Fakten. Und die sind alle schon deponiert.
Sollte man echt die Frechheit haben, mich weiter zu terrorisieren, lasse ich einmal hier ungeschaut einige Korrespondenten ein paar Klicks machen, dann sind die Videos online. Da geht es auch nicht mehr um Unschuldsvermutungen. Ja. Ich meine, ein Polizist, der einem sagt, schade, dass ich die nicht gleich totgeschlagen habe, soll ich darüber lachen oder ich weiß es nicht, Herr Minister. Wenn ich jetzt ins Ministerium komme und Ihnen ins Gesicht sage, na, Herr Minister, was ist los? Schade, dass ich Ihnen nicht gleich beim letzten Mal totgeschlagen habe. Ich bin überzeugt, dass Sie der Erste sind, ja, der hier sofort zum Telefon greift, da sind schon 8 Wege wegen da und dann gehen Sie auf einen Menschen los. Ja. Komisch, aber wenn das ein Polizist macht, redet keiner drüber, gell? Vor allem nicht, wenn er es beim Herrn Lanecker macht. Und hier zum Abschluss noch eines. Ja. Mir gehen zwar auch schon die Haare aus, weil Stress bedingt und so. Ich trete euch korrupten Scheißbeamten sowas von in den Arsch. Ja. Wenn ihr nicht freiwillig jetzt das Feld räumt, dann werdet ihr echt international vorgeführt. Weil die Wertejustiz und Ermittlungsbehörde in Österreich zu feig absichtlich vertuschen, Kollegen und Angehörige schützen wollen und deswegen die ganze Sache nicht behandeln. Also, nur einmal, deswegen sitzen Sie nicht am längeren Ast. Und zum Abschluss, der Baum Österreich, der Bundesbaum, der ist morsch. Und Sie haben mir vergessen nachzuschauen, wie die Basis ausschaut. Gell? Anfangs hat man es ja noch eh gut gemeint, gell? Das ist die Politik, wir meinen es ja gut, wir versuchen es. Ja. Na, es gibt ja konkrete Lösungen, die für alle Seiten in Ordnung sind. Die werden aber nicht durchgeführt, weil hier parteiinterne Interessen dafür sorgen, dass hier nicht für den Österreicher im Allgemeinen was stattfindet, sondern für einen ÖVP-Österreicher oder einen SPÖ-Österreicher oder einen FPÖ-Österreicher. Seid ihr Menschen wirklich schon so krank im Kopf, dass ihr glaubt, dass diese Parteiendemokratie wirklich Demokratie ist? Ich kann Ihnen aus eigener Erfahrung sagen, und das können Sie am eigenen Leib sofort mitmachen, falls Sie ein Enthusiast sind, ein Idealist und etwas neu machen und bewegen wollen, dann gehen Sie mal in eine Bundespartei hinein und sagen denen, so, ich bin jetzt da und ich mache was Neues. Na, Sie werden einen am Deckel kriegen, so schnell können Sie gar nicht rausgehen. Nein, wir brauchen da nicht reden. Ich bin damals auch beim Gusenbauer gesessen und habe da gelaufen, Typen durch die Gegend in der Löwelgassen in der SPÖ, sowas von kriminelle Osterhasen, so jung SPÖler Studenten, ich weiß nicht, heute sind es eh um die 30. Als ich damals dem Gusenbauer ins Gesicht gesagt habe, Sie, wer der Mann tun Sie da nicht in Russlands Präsidenten beschimpfen, Herr Gusenbauer, weil Sie selbst im eigenen Land ja, so viel Scheiße haben, dass es erbärmlich ist, dauernd auf andere zu zeigen, um abzulenken und vor der eigenen Verantwortung zu flüchten. Nicht? Da sind wir gleich zwei Jahre so junge Sozis nachgespritzt. Gell? Und ich wiederhole es noch einmal, ich bin für alle Parteien und gleichzeitig für keine. Ich bin im Prinzip dafür, dass man einfach die beste Lösung verwendet. Die beste heißt nicht die billigste. Ist auch im Bieterverfahren in Österreich eben das, was ich hier anschneide. Man hat wissentlich über 30, 40 Jahre Budgets erschaffen und geschaffen. Wissentlich. Indem man gesagt hat, na gut, die Firma sowieso stellt jetzt das in Rechnung, das sind 100.000, das macht nichts. Diese Arbeit wurde nie gemacht. Aber das tut man deswegen in Rechnung stellen, weil es im Budget schon konsolidiert ist. Und wenn das jetzt in der Schlussrechnung nicht drin ist, streicht man das im nächsten Jahr vom Budget. Und daher muss man das in die Rechnung schreiben, auch wenn die Arbeit nicht gemacht ist. Hallo, pervers, irgendwie geisteskrank, irgendwie völlig abgedreht. Wissen Sie, werte Ministerialräte, durch die Bank, ob von SPÖ, ÖVP, wurscht wo,
Viele ihrer lieben Kollegen wissen darum ganz genau und tolerieren sowas nach wie vor. Ist ein Verbrechen. Gell? Damit sie das jetzt echt einmal verstehen. So, ich habe jetzt 35 Minuten, das ist schon wieder ein viel zu langes Video. Danke dabei. Wie gesagt, ich habe eine Lösung für das Flüchtlingsproblem. Und zwar möchte ich das weltweit an der Wurzel angehen. Die Finanzierung erfolgt eben über die, die diese Flüchtlingsströme überhaupt erst verursachen. Und ja, das wäre es im Großen und Ganzen für heute, Montag, den 22. Juni 2015. Und ich glaube nach wie vor, dass die Menschheit sicherlich am besten Weg ist, in eine gute Zukunft zu steuern, falls man sich von diesem alten Verbrechersystem echt lösen kann. Sie können auch noch über andere Staaten diskutieren. Wichtig ist, dass einmal einer anfängt und dort das praktiziert. Vielleicht kann auch Österreich, verstehen Sie? Ich bin sogar bereit, ich übernehme die Führung Österreichs, ja, für ein Jahr kostenlos. Aber ich brauche da freie Hand, weil da werden Köpfe rollen, verstehen Sie? Da werden Köpfe rollen, die seit 30, 40 Jahren in Österreichs Politik hinten herum das Sagen haben. Und ich wiederhole es nochmal, ich glaube nicht, dass in Österreich irgendeiner eine Ahnung hat, was tatsächlich abläuft. Gell? Wenn Sie das echt hätten, so wie der amerikanische Präsident schon gesagt hat in den 30er Jahren nach der Finanzkrise, wenn die Bürger wüssten, wie das Bankensystem und Finanzsystem funktioniert, dann hätten wir schon jetzt eine Revolution. Ich wäre jetzt wirklich, wenn ich irgendwo von irgendeinem Land Präsident bin, na, mir geistert gerade das Wort EU durch den Kopf, gell? Ja, Herrschaften, kurz gesagt, falscher Weg, distanzieren von diesem falschen Weg, sich wirklich mit sehr guten Lösungen beschäftigen. Diese Lösungen kommen nicht von parteinahen Experten. Diese Lösungen kommen von Experten, und da bin ich sicher nicht jener, aber viele dieser Lösungen von anerkannten Experten, die sich eben nicht politisch engagieren, sondern menschlich, gell? Und ich sag's noch einmal, Politik ist in Wahrheit seit 30 Jahren verantwortlich für jedes Problem. Und Sie können sich jetzt als der Steuerzahler fragen, wählen Sie diese Leute noch weiter oder können Sie jetzt endlich einmal ungültig wählen und damit diesen ganzen Strom unterbrechen? Wenn mehr als, oder noch viel besser, wenn eine Partei, die antritt, nicht genügend Stimmen hat, löst sie sich auf. Ja? Sie bekommt keine Steuergeldförderungen mehr. Sie existiert am Papier nicht mehr. Man kann alles neu beantragen und so weiter, aber diese Partei hat keine Handlungsfähigkeit mehr. Die kann auch nicht mehr einfach irgendwohin entscheiden, herumtun. Und das ist jetzt mein Aufruf. Wir müssen dieses altvaterische Verbrechersystem von einer Freundelwirtschaft und einem Sumpf, und ich sage das echt krasserweise wirklich, von Wien bis am Semmering, da ist also eine Zone, gell? Und wenn man sich das anschaut, oder generell in Österreich, ich traue mich jetzt sagen, Grundbesitz und so, alles ÖVP. Das ist die Raiffeisen mit ihrem sogenannten ja, Konzerngedanken, Lagerhaus und so, gell? Das ist einmal diese ländliche Geschichte oder auch Grundbesitz in Österreich. Ich glaube schon, dass jeder Bürger das Recht hat, ein Flecken Land zu haben, wenn er in seinem Land geboren ist.
Und ich glaube nicht, dass die Vergabe von irgendwelchen Baugrundstücken oder sonst was, so wie das nach wie vor eben stattfindet, na, dem gefällt mir das Gesicht nicht, das wird nicht mein Nachbar. Ernst, der möchte sich den Grund kaufen, das ist wurscht, der hat das Geld und er kauft sich den Grund. Ende der Durchsage. Aber, nur mal. Im Oktober hoffe ich, dass ich den ersten Teil meines Buches schon fertig habe. Da werden wir mit einigen konkreten Sachverhalten ganz sicher Aufsehen erregen. Ich möchte aber nicht Aufsehen erregen mit Skandalen, sondern ich möchte Aufsehen erregen, indem ich zeige, dass Menschen, denen man Unrecht tut, nicht verzweifeln und wirklich konstruktiv an einer Lösung arbeiten. Danke. Bleiben Sie auf dem Kanal und wir werden schauen, ob bis nächste Woche, sprich bis zum, heute ist der 22., bis zum 29. eine Antwort konkret einmal erfolgt aus der Bundespolitik. Weil ansonsten sehe ich mich echt gezwungen, die Republik Österreich vor dem Internationalen Gerichtshof zu klagen. Und zwar wegen jahrzehntelanger Vertuschung von konkreten Verbrechen durch die Behörden selbst. Es wäre schon eigentlich Zeit, diese österreichischen Probleme auch durch die österreichische Justiz zu lösen und nicht zu vertuschen, Herr Minister Brandstätter. Danke.